Dann begrüßen wir jetzt ganz dolle Christian Silaf vom historischen Seminar. Warum steht ein Stück Berliner Mauer auf dem Braunschweiger Rathausplatz? Genau, ganz kräftig. Herr Silaf. Hallo. Könnt ihr mich alle hören? Und bevor wir jetzt anfangen, ich habe euch ja auch schon gefragt, wir haben ein paar unserer Lieblingswörter verraten. Jetzt wollen wir mal wissen, vielleicht hat der Herr Silaf ja auch ein paar Lieblingswörter, oder? Gibt es ein Lieblingswort? Ja, es gibt ein Lieblingswort. Ihr habt ja gehört, ich bin Historiker. Also, was ist eigentlich ein Historiker? Wisst ihr, was ein Historiker macht? Kann einfach mal hier rumgeben. Hier vielleicht, tut mir leid, du kommst als nächstes dran. Der beschäftigt sich mit alten Sachen. Richtig, genau, der beschäftigt sich mit alten Sachen. Vielleicht da vorne noch? Er erforscht die Geschichte. Richtig. Also, er guckt halt auch, was früher alles war, was man heute vielleicht nicht mehr weiß und sowas. Hervorragend, perfekt, genau so ist es nämlich. Und eins unserer Lieblingswörter von uns Historikern, das ist die Quelle. Wisst ihr, was eine Quelle ist? Wer weiß, was eine Quelle ist? Woher das kommt. Woher das kommt, das ist schon mal gut. Quelle des Wissens? Ja, das ist so ähnlich, ja, Quelle des Wissens, ja, da ziehen wir ganz viel draus aus dieser Quelle, ja. Also zum Beispiel so Zeitzeugen befragen oder sowas. Das kann eine also, Quelle sein, ja. Wo man Informationen herkriegt. Wo man Informationen herkriegt, wunderbar, klasse. Ja, eines letzte Mal. Eine Quelle zum Beispiel auch, wo ein Fluss entspringt. Das wäre auch eine Quelle, genau, das ist richtig, das wäre auch eine Quelle. Für uns Historiker aber ist eine Quelle, also alles, was es im Grunde genommen, also alles an Hinterlassenschaften, die wir aus der Vergangenheit kennen. Das können Bücher sein. Ich habe jetzt hier mal so ein Buch in der Hand, was ganz toll sind, ganz tolle Quellen, da freut sich jeder Historiker drüber, sind Tagebücher aus der Vergangenheit beispielsweise, die sind super interessant, weil man daran erkennen kann, wie Leute früher gelebt haben oder wie sie früher gedacht haben, das ist ganz toll. Oder aber auch Urkunden aus dem Mittelalter, da kann man auch ganz viel draus ziehen, da kann man sehen, was verkauft wurde oder was bekommen wurde. Quellen, das ist das, was wir Quellen nennen. Und das wird auch ganz wichtig werden bei unserem Vortrag, also bei meinem Vortrag für euch, weil ich möchte euch nämlich ein paar Quellen vorstellen. Quellen von Kindern. Also nicht von Erwachsenen, die die geschrieben haben, sondern Kinder, die das geschrieben haben und auch gemalt haben. Denn auch ein Bild kann eine Quelle sein. Und es gibt auch riesige Quellen. Und so ein bisschen ist unsere Sache, die wir heute besprechen, nämlich auch eine Quelle. Aber um was geht es eigentlich? Wir haben es schon gehört. Ne? Warum steht ein Stück Berliner Mauer auf dem Braunschweiger Rathausplatz? Da gehst du mal lang, habe ich gehört, ja. Ich habe gehört, interessanterweise, damit ich das Ganze mal anmache hier, dass viele, Erwachsene zumindest, gar nicht wissen, wo dieses Stück Berliner Mauer auf dem Braunschweiger Rathausplatz steht. Überall, wo ich hingekommen bin, gesagt habe, ich mache heute was für die Kinderuniversität, es geht um die Berliner Mauer auf dem Braunschweiger Rathausplatz, zumindest ein Stück davon. Da haben alle gefragt, wie jetzt, da gibt es ein Stück Berliner Mauer? Keine Ahnung. Ich dachte mir, falls der eine oder andere es auch nicht weiß, ich zeige euch das Ganze mal. Das ist der Rathausplatz. Und es ist manchmal so gar nicht so richtig einfach zu erkennen. Ich zeige euch das mal hier mit dem Pointer. Hier steht das Stück Berliner Mauer auf dem Braunschweiger Rathausplatz. Ganz schön weit, also hier. Ich zeige euch das mal aus einer anderen Perspektive, wenn ihr nicht wisst, genau wo das sein soll. Ich habe mich mal hinter die Mauer gestellt und es fotografiert. Dann sieht das so aus. Also, das Braunschweiger Mauerstück, also das Berliner Mauerstück auf dem Braunschweiger Rathausplatz, das guckt genau auf das Braunschweiger Rathaus. So sieht das Ganze aus. Und wie sieht es von vorne aus? So. Das ist das Stück, was bei uns auf dem Rathausplatz steht. Berliner Mauer. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr schon mal was davon gehört? Ich erzähle die ganze Zeit von der Berliner Mauer. Schon mal was gehört? Eine Mauer in Berlin. Eine Mauer in Berlin, das ist richtig, ja. Schon mal gut? Das ist eine Mauer, die da... Ach, nee, doch nicht. Das ist die Mauer, die zwischen der DDR und der anderen Hälfte getrennt hat. Ja, hervorragend, super, ja. Alles klar. Ein vielleicht noch? Die West-Berlin wurde geteilt und
Sipperling, glaube ich. Fast richtig, fast richtig. Okay, ich erzähle euch das Ganze mal. Schon mal vieles Wahres dran. Also erst einmal, die Berliner Mauer stand natürlich in Berlin. Sonst würde sie ja nicht Berliner Mauer heißen. Das ist schon mal richtig. Das hat auch was mit der DDR zu tun. Das haben wir gerade gehört, diesen Begriff. Und es teilte was. Es teilte West-Berlin mit, nicht Süd-Berlin, sondern mit Ost-Berlin. Da ging eine Mauer quer durch die Stadt. Und das ist ein Teil davon. Das ist das Erste, was wir uns erstmal merken können. Und wer hat denn diese Mauer gebaut? Der Osten oder der Westen? Weiß das jemand von euch? Westen. Der Westen? Noch eine andere Meinung? Der Osten. Der Osten? Ich erzähle das schon noch, ja, kein Problem, du kommst noch dran. Osten, Westen, ich kläre es mal ganz kurz auf. Es war der Osten, der das Ganze gebaut hat, die Mauer. Aber wie ist das Ganze passiert? Wie kommt jetzt also dieses Stückchen Berliner Mauer auf den Braunschweiger Rathausplatz? Das ist ja jetzt so die Frage. Und die versuche ich jetzt mal mit euch so ein bisschen zu beantworten. Um die zu beantworten, da müssen wir erst einmal in die Vergangenheit reisen. Da müssen wir uns jetzt erstmal was vorstellen. Stellt euch bitte mal vor, ihr habt, vielleicht ist das auch in Wirklichkeit so, ihr habt einen Großvater oder eine Großmutter oder Urgroßvater oder Urgroßmutter, die sind heute 78 Jahre alt oder 80 Jahre alt, so um den Dreh. Vielleicht hat das ja jemand von euch. Kennt ihr das? Habt ihr Großeltern, Urgroßeltern in dem Alter, 78, 80 Jahre alt? Sagt mal ja. Ja. Okay, wunderbar. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wir reisen mal in die Vergangenheit. Und schauen uns mal an, ganz weit in die Vergangenheit, da waren eure Großeltern, die heute 78, 80 Jahre alt sind, 10, 12 Jahre alt. Also so in eurem Alter ungefähr. Und das war im Jahr 1945. Da geht die ganze Sache los, warum dieses Mauerstück in Braunschweig steht. 1945 endete der Zweite Weltkrieg, den Deutschland angefangen hatte und ganz schrecklich geführt hat. Und es gab Besieger und diese Sieger, die zeige ich euch mal. Ich habe eine Karte genannt. Das ist Deutschland 1945, so sieht das Ganze aus. Und die Sieger besetzten Deutschland. Und es gab die Amerikaner, das ist hier diese Fahne, die Franzosen, das ist das, das sind die Engländer und das ist die Sowjetunion. Heutzutage nennt man das auch Russland. Ja? Früher war das etwas größer, heute heißt es Russland. Die Sowjetunion und die USA, die vertrugen sich nicht so besonders. Die mochten sich nicht so sehr. Das lag daran, weil sie andere Vorstellungen hatten, wie die Menschen zu leben hatten. Die Amerikaner, die sagten, man müsste eigentlich die Möglichkeiten haben, so wie bei uns im Land, dass alle frei wählen können, den Präsidenten wählen können und den Kongress wählen können. Das sagten zwar auch die Sowjetunion, die Leute dort, aber das stimmte eigentlich nicht. Die sagten das immer nur. Aber sie machten sich, weil eigentlich hatte nur einer das Sagen in dieser Zeit, in der Sowjetunion. Das war ein Diktator und der hieß Josef Stalin. Der sagte zwar immer, ja, ja, Demokratie ist wichtig, aber eigentlich war er da nicht so ganz dran interessiert. Und da kam es immer dazu, dass man sich da ziemlich gerieben hat. Und dann gab es zwei Seiten auf einmal in Europa. Das sah dann so aus. Ich habe euch mal eine Karte, wollte ich euch mal zeigen. Also diese ganzen blauen Länder, die waren für die USA. Die sagten, okay, das können wir uns ja gut vorstellen, so zu leben und wir wollen auch so leben. Und auf der anderen Seite seht ihr die Sowjetunion, das ist alles rot. Und auch die Länder, die sich das vorstellen konnten, aber viele konnten sich das eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, sondern die wurden eher dazu gezwungen, von der Sowjetunion da mitzumachen. Und das sind diese roten Länder. Und wenn ihr genau hinguckt, dann liegt Deutschland genau hier in der Mitte. Und da geht es auch so richtig, da gibt es so eine richtig große Grenze, gibt es hier, durch ganz Europa kann man sagen, nannte man der eiserne Vorhang, nannte man das dann. Der eiserne Vorhang, wie so ein riesiger Vorhang, der aus Eisen ist, der dann runterkommt und dann kann man nicht mehr sehen, was auf der anderen Seite vor sich geht. Und mittendrin lag Deutschland. Und so richtig wussten die Amerikaner und ihre Verbündeten, das waren die Engländer und die Franzosen, nicht so ganz, und die Sowjetunion auf der anderen Seite, wie es mit Deutschland weitergehen sollte. Also, wie sollte Deutschland regiert werden?
Wie sollte das Ganze aussehen? Wie sollten die Menschen leben? Hier nochmal eine Karte, da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das dann erstmal aussah. Und dann sagte man sich, wir können uns irgendwie nicht so richtig einigen, was wir da so machen. Und dann entschied man sich zu sagen, wir gründen zwei Staaten. Das war 1949, das war, wenn ihr euch vorstellt, eure Großeltern waren in der Zeit 1945, 10, 12, da waren sie jetzt so 14, 16 Jahre alt, also im Teenageralter. Da entschied man sich zu sagen, wir brauchen zwei Staaten, weil wir kommen irgendwie nicht zusammen. Wir wissen, ne, also wir haben eine Vorstellung, wie die Menschen zu leben haben in der Sowjetunion und die haben das hier besetzt und die USA hat das gemacht und die haben eine andere Vorstellung. So, daraus resultierte, ich habe diesen Begriff ja schon gehört, die DDR. Die DDR, das heißt ausgesprochen Deutsche Demokratische Republik, so nannte sich das, auf der Ostseite. Und auf der Westseite hieß es BAD, abgekürzt Bundesrepublik Deutschland. Die Hauptstadt der Bundesrepublik, das war Bonn. Das liegt da, da liegt Bonn. Und auf der anderen Seite, da liegt Ost-Berlin. Das war die Hauptstadt der DDR. Und wenn ihr genau hinguckt, das ist ganz wichtig jetzt auch für das Stück Mauer, dann seht ihr hier einen ganz kleinen bisschen blauen Fleck. Und dieser blaue Fleck, das ist West-Berlin, lag also wie so eine Insel in der DDR. Es gab natürlich auch eine Grenze dann zwischen diesen Ländern, diesen beiden Ländern. Das war dann die innerdeutsche Grenze. Und das will ich euch mal vorführen, was da passiert ist in dem Moment. Können wir bitte mal das Band haben von ganz oben. Die jetzt in der Mitte sitzen, die können das sehen. Dieses Band muss einfach runtergegeben werden. Das ist nämlich jetzt mal die Grenze, die innerdeutsche Grenze. Die zeige ich euch jetzt mal. Es wird einfach rübergegeben. Genau, das macht ihr super. Einfach das weiter nach vorne, klasse. Genau so, super. Mal gucken, ob ihr das hier auch an der Kamera vorbeikriegt. Ja, super, noch ein bisschen mehr. Noch was, ja, klasse. Der Übergang hat auch geklappt. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. So, toll, da dürft ihr jetzt auch einmal ganz dolle für klopfen. Das habt ihr super gemacht. Klasse. So, ihr seht jetzt diese Grenze, die teilt das Audimax. Genau so wurde nämlich auch unser Land geteilt. So wurde Deutschland geteilt. Und man konnte sich nicht aussuchen, auf welcher Weite war. Ja, also man konnte jetzt nicht auf einmal so hin und her. Ne? Das ging noch am Anfang so ein bisschen. Aber was passierte dann weiter? Weil wir wollen ja eigentlich ja wissen, warum diese Mauer gebaut wurde. Also, in der DDR, da durfte man nicht so frei wählen, wie wir das kennen. Und man konnte da auch nicht alles so kaufen, wie wir das hier so kaufen können. Und im Grunde genommen gab es nur eine Partei dort, die hat bestimmt, was die Leute zu tun haben und was sie denken sollen. Und es gab auch im Fernsehen eigentlich immer nur das Gleiche, was die Politiker erzählt haben dort und auch in den Zeitungen. Da gab es auch immer nur das Gleiche zu lesen. Und da gab es auch viele, die fanden das ganz doof. Die wollten das nämlich nicht. Die sagten sich so, nee, so wollen wir eigentlich nicht leben. Da gab es sogar dann einen Aufstand in der DDR. Da sagte man sich, nee, wir wollen das alles nicht. Und da gab es ganz viele Soldaten, die haben das dann niedergeschlagen. Die haben dann gesagt, so, nee, diese Grenze, die bleibt so bestehen. Und ihr bleibt alle ruhig und ihr macht genau das, was ich sage. Ich sage mal, das ist jetzt die Seite der DDR. Nein! So ist es. Ja, das kann man sich nicht aussuchen. Das kann man sich nicht aussuchen, auf welcher Seite man ist. Ja, und hier ist die Bundesrepublik. Einfach so. Nein, man kann die Grenze nicht verlieren. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Ihr müsst sie leider so lassen. Man kann nicht einfach rüberwechseln. So einfach geht das nicht. Und wenn man das getan hat, da gab es ganz schön viel Ärger und es sind auch viele Leute dabei gestorben, die versucht haben, diese Grenze zu überqueren. Die Grenze sah dann so aus. Später, man hat nämlich angefangen, alle zuhören, hat nämlich angefangen, die Grenze auszubauen, weil viele Leute halt gesagt haben, wie ich gesagt habe, wir wollen da nicht mehr leben, weil wir können da nicht so machen, was wir wollen. Wir können auch nicht frei reisen und man sagt uns, was wir zu denken haben. Und damit die Leute da nicht mehr rübergehen, sagten sich die Ostpolitiker, bevor wir hier gar keine mehr haben auf dieser Seite, dann müssen wir das Ganze sperren. Und das taten sie und das machten sie mit dieser Grenze hier. Hier seht ihr einen großen Gitterzaun und dann seht ihr hier ganz viele Türme. Da hinten ist auch nochmal eine große Mauer und Zäune. Hier sieht man das alles. So sah das aus. So hat man das Land abgesperrt, so wie wir so ein bisschen jetzt das Audimax abgesperrt haben.
Ich habe euch von Quellen erzählt, dass Kinder auch Quellen haben, ne? Also alte Sachen aus dieser Zeit wollte ich euch mal vorstellen, wie die Kinder das empfunden haben. Und ich habe jetzt mal ein Bild von jemandem, da muss ich jetzt auch mal gleich schauen. Das war nämlich die Maria, die war nämlich 13 Jahre alt in der Zeit. Die hat das so empfunden. Also ihr seht da ein Stückchen, also ihr seht ein Stacheldraht, der über die Straße geht, also mitten quer durch die Straße. Deswegen, es könnte auch mitten durch das Audimax laufen, man sieht das, mitten da durch. Und sie kann da eigentlich nur warten, hier an der Grenze. Und da hinten ist schon Osten und da kommt sie gar nicht hin. So hat sie das empfunden, als diese Grenze gebaut wurde. Da hat sie das mal gemalt. Also das ist eine Quelle, eine Originalquelle aus dieser Zeit. So, wie sah das in Wirklichkeit aus? Ich zeige euch das mal. So, hier könnt ihr euch mal ein Bild angucken. Das ist eine riesige Mauer. Die stand aber nicht überall an der innerdeutschen Grenze. Meistens sah das so aus. Ein großer Stacheldrahtzaun, so wie der auf der Zeichnung von Maria, mit einem Turm, Hintergrund und ganz viele Soldaten. Die sieht man jetzt hier gerade nicht. Und man kann es hier auch noch mal erkennen. Hier ist so ein großer Streckmetallzaun und hier sind die Soldaten drauf gewandert. Ja, man kann das hier noch so dran erkennen. Das ging durch das ganze Land, diese Mauer. Durch das ganze Land ging diese ganze Grenze, innerdeutsche Grenze, wie gesagt. So, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was mit der Berliner Mauer ist. Das wissen wir immer noch nicht. Also müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Deutschland ist nun geteilt. Es gibt die DDR und es gibt die Bundesrepublik. Und einige Jahre später, da kommt Berlin mit ins Spiel auch. Weil Berlin nämlich der einzige Ort war, wo man auch noch von Ost nach West gehen kann, ohne dass es dort erstmal eine Grenze gab. Da konnte man noch ganz leicht rüberkommen. Und das fanden die Politiker in der DDR nicht so toll. Auch die Sowjetunion fand das gar nicht toll. Die wollten nämlich eigentlich ganz Berlin haben für sich. Und die USA sagte aber, nee, da machen wir nicht mit. Und die Bundesrepublik sagte auch, nein, da machen wir nicht mit. Wir wollen unser Stück behalten. Und da so viele Leute auch noch von Ost-Berlin nach West-Berlin gegangen sind, hat man gesagt, was müssen wir tun? Wir müssen das verhindern. Und das kam dann etwas später von den Großeltern, von denen ich erzählt habe, die 49, jetzt 14, 16 waren um den Dreh, die waren jetzt in der Zeit schon 28 Jahre alt um den Dreh, nämlich 1961. Da waren sie jetzt also schon ausgewachsen und waren vielleicht am Studieren. Und in der Zeit wurde die Berliner Mauer gebaut. So, bevor ich das nämlich mal, ich möchte euch das mal zeigen, wie das aussieht, die Berliner Mauer. Und da brauche ich mal vier Kinder. Wer möchte es machen, es muss hier. Einmal du da vorne, ja. Einmal du, ja. So, einmal du, ja, genau. Und es sind ja nur Jungs. Ich muss ja noch ein Mädchen haben hier. Viel zu wenig Mädchen eigentlich hier. So, willst du da mitmachen? Ja, genau. Willst du mal durchkommen? Ja, drei, vier. Es ist grundsätzlich so, dass mir immer noch ein Mädchen fehlt, gleich gerade du da vorne. Genau, du. Du kannst auch mal, guck mal. Willst du gar nicht? Du hast dich gemeldet. Oder du, daneben gleich. Kommst du nach vorne? So, wir sind jetzt in Berlin. Und wir wollen jetzt ganz kurz was aufstellen, nämlich die Berliner Mauer. Fangt mal an, versucht mal das Ganze, helft mal. Ein Kunze hilft euch dabei, wie das Ganze aussah. Stell mich mal zur Seite. Da wurde einfach eine Mauer aufgebaut, so wie wir das jetzt mit dem Audimax gemacht haben, hat man das auch in Berlin gemacht. Zeigt mal. Hervorragend. So, das Ganze noch ein bisschen zusammen. Klasse, super. Das sieht gut aus. Wunderbar, vielen Dank. Erstmal großen Applaus dafür, dass wir aufgestellt haben kurz. So, ihr dürft wieder von der Bühne gehen. Den kannst du mir nochmal nehmen. Dankeschön. So, die Berliner Mauer wurde aufgestellt. Ich habe auch ein paar Bilder dazu.
Ich kann euch das mal zeigen, wie das aussah. Das sind die Kinder, die das so gesehen haben, auch eine Quelle aus dieser Zeit. Das sind auch zwei 13-Jährige, die das gemalt haben. Die kommen nämlich aus Berlin und haben das so mitbekommen. Also erst einmal gab es wieder Stacheldrahtzaun und ihr seht hier, die ganzen Straßen wurden einfach gesperrt. Und man hat darauf hingewiesen, dass man jetzt in den anderen Teil Berlins kommt. So haben das die Kinder mitbekommen und in Wirklichkeit sah das dann auch so aus, das hat etwas gedauert, das wurde gebaut, so wie wir das gebaut haben, baute man diese Mauer, da habe ich ein altes Schwarz-Weiß-Foto, das sah so aus und aufgebaut sah das Ganze dann so aus. So, wir müssen uns mal jetzt diese Mauer angucken, wenn wir sie schon aufgebaut haben hier, dieses Mauerelement, wenn ihr nämlich genau hinguckt, ist dieses Mauerelement, das könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, genau das gleiche Mauerelement, das auf dem Braunschweiger Rathausplatz steht. Ja, das sieht nämlich so aus. Aber es gibt natürlich einen Unterschied. Kunze, kannst du mal bitte kommen? So, mein Kollege, der Herr Kunze, der ist 2 Meter. Ja, also ihr seht, die ist ein bisschen klein, die Mauer eigentlich im Grunde genommen. Die ist so ein bisschen kindgerecht gebaut jetzt für euch, damit ihr das mal so sehen könnt, wie das aussieht. Eigentlich ist diese Mauer viel, viel größer. Die Mauer ist so groß wie Herr Kunze plus... Ja, die Christina, wenn die sich übereinander stellen würden, so hoch wäre die Mauer gewesen in Berlin, damit ihr euch mal sowas vorstellen könnt, wie groß die war. Vielen Dank. Und was noch auffällig ist, ist natürlich, die ist so bemalt. Warum ist dieses Stückchen Berliner Mauer denn hier so bemalt? Welche Seite hat denn das bemalt, das Ganze? Wer möchte mal fragen hier? Vielleicht die DDR? Von der DDR, ja. West-Berlin. Von West-Berlin? Ich glaube, das wurde erst später gemacht mit Graffiti. Mit Graffiti, ja, es wurde später gemacht. Das waren die Ost-Berliner, weil die das, glaube ich, nicht mehr wollten. Dann haben die das angemalt mhm. und haben das dann ja auch später kaputt gemacht. Okay, alles klar, noch ein? DDR. Die DDR, okay. Also... Vielleicht hätten viele Ostberliner Bürger das gerne gemacht und die Mauer beschmiert. Das durften sie aber gar nicht. Und wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr das sehen, dass diese Stückchen hier von West-Berlin beschmiert oder mit Graffiti bemalt wurde. Es gibt auch viele Kunstwerke da drauf, auf dieser Seite. Und deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Das ist hier West-Berlin, wie ihr das alle sehen könnt. Da gibt es hier ganz viel Graffiti drauf. Das kam in den ganzen Jahren natürlich. Das war nicht sofort. Auch die Mauer sah am Anfang noch nicht ganz so aus, sondern das hat sich so nach und nach aufgebaut. Und im Hintergrund, da könnt ihr sehen, die ist ganz weiß oder grau. Das ist nämlich die Ostberliner Seite. Und hier seht ihr auch ganz viele Soldaten, die diese Mauer bewachen und einen ganz langen Streifen, dass man da auch nicht so rüberkommen kann und die über die Mauer klettern kann. Ja. Da gab es auch noch ganz viele andere Dinge, die man dort hingestellt hat. Da gab es dann große Lichtanlagen, damit man auch abends nicht über die Grenze kann. Da gab es halt viele Soldaten, wie gesagt. Es gab dort aber auch Selbstschussanlagen. Also auch viele Menschen sind an dieser Stelle gestorben. In Berlin sind viele Menschen gestorben, die über die Mauer wollten. Und auch an der innerdeutschen Grenze sind sehr, sehr viele Menschen gestorben, die versucht haben, von Ost nach West zu kommen. Diese Mauer, die stand dann auch eine ganz, ganz lange Zeit. Von dem Urgroßvater, Großvater, von dem ich immer die ganze Zeit erzähle, der beim Bau dieser Mauer 26 Jahre alt war, der musste lange, lange, lange warten, bis diese Mauer irgendwann mal fällt, weil wir wollen ja endlich mal wissen, warum sie auf dem Braunschweiger Rathausplatz steht. Der musste lange, lange warten. Nämlich, da war er so 54, 56 Jahre alt. So lange musste er warten. Bis nämlich die Mauer fiel. Das lag daran, dass viele Leute keine Lust mehr darauf hatten, was dort passierte in der DDR. Man konnte nicht so seine Meinung sagen, man konnte nicht dorthin fahren, wo man hin wollte. Und das hat viele ziemlich gestört. Und viele sagten auch, das wollen wir alles nicht. Und nicht nur bei uns, hier in Deutschland war das so, in der DDR und in der Bundesrepublik, die dann auch sagten, ja, es wäre doch schön, wenn wir wieder zusammen wären. Sondern das war auch in ganz Europa so, dass viele sagten, nee, wir wollen nicht mehr so leben, wie die Sowjetunion uns das vorschreibt. Wir wollen anders leben. Und 1989 war es soweit, dass ganz viele Leute auf die Straße gegangen sind und es fiel kein einziger Schuss, es wurde niemand umgebracht dabei. Das ist ganz, ganz selten, wenn sowas passiert. Gott sei Dank ist das bei uns passiert. Niemand ist gestorben dabei. Hunderttausende Leute in der DDR sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir sind das Volk. Das heißt nämlich, dass sie bestimmen,
was Sache ist und nicht irgendwelche Politiker, die irgendwo oben sitzen und sagen, das müsst ihr tun und das müsst ihr tun, sondern die sagen, nein, wir sind das Volk. Jetzt sind wir also im Jahr 89. Und im Jahr 89, man muss auch dazu sagen, es war ganz schwer von der DDR in den Westen zu reisen, da durfte man halt, wie gesagt, nicht hin. Wie sah das aber 89 aus? Ich dachte, ich zeige euch mal wieder eine Quelle. Also eine Quelle, die von einer 12-Jährigen ist, die heißt Daniela, die kommt aus der Nähe, aus Osterwick kam die, und die hat mal beschrieben, hier auch nochmal ein Bild, wie Berlin aussah, auch 89 noch, so mit Mauer. Ihr seht, die ist da nicht beschmiert, aber meistens war sie da auch beschmiert in der Richtung aus Westdeutschland. Aber was sagte Daniela dazu? 89, das ist eine Quelle aus dieser Zeit. Wer möchte das gerne mal vorlesen? Vielleicht ein Mädchen von weiter hinten mal. Lesen hier? Ja. Am 9. November 1989 war es dann soweit. Viele Menschen gingen oder fuhren zur Grenze, um die Einheit Deutschlands zu erwingen. Trotz Bewachung durch die Grenzen Soldaten wurde vor der Bevölkerung die Öffnung der Grenze erwogen. Damit war der erste Schritt getan, dass aus der BRD und der DDR ein Deutschland werden konnte. In der darauffolgenden Zeit kamen viele Bürger aus der BRD zum ersten Mal in der DDR. Viele Kinder standen jeden Tag am Straßenrand und winkten zu den Fahrzeugen aus der BRD. Oftmals hielten viele Autos an und schenkten uns Schokolade. So, das ist eine Quelle. Vielen Dank, hast du toll gemacht. Das ist eine Quelle aus dieser Zeit, also wie die Daniela mit ihren 12 Jahren das erlebt hat. Also wir können erst mal herausfinden, das ist wichtig an solchen Quellen, dass das am 9. November 1989 geschehen ist. Und wisst ihr, was eigentlich heute für ein Datum ist? Wisst ihr das? Was ist heute für ein Datum, können alle sagen? Das stimmt, der 9. November ist heute. Also, wir haben nämlich wieder ein Jubiläum eigentlich zu feiern. 24 Jahre gibt es nämlich die Mauer nicht mehr. Nämlich an diesem Tag, am 9. November, da fiel die Mauer. Sie fiel in Berlin und sie fiel auch an der innerdeutschen Grenze. Und da sie gefallen ist, können wir diese Mauer jetzt wieder wegnehmen, das Ganze. Und ich brauche mal zwei Mädchen. Ja, weil wir vorhin links. Ein Mädchen, zwei Mädchen, kommt mal nach vorne. Nachher. Und was macht man mit Mauern? Man muss sie erstmal einreißen. Schmeißt sie mal um, ihr beiden. Einfach umschmeißen. Genau. Das ist passiert. 1989 an der Grenze. In Berlin und an der innerdeutschen Grenze. Da wurde dann der große Streckmetallzahn aufgebaut. Vielen Dank, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Dankeschön, sie ist gemacht. So. Jetzt wissen wir erst einmal, was 89 passiert ist. Also die Mauer verschwand. Und die Kinder, die freuten sich auch. Ich habe euch noch ein paar Kinderbilder mitgebracht, wie das aussah. Das ist ein Bild aus Kiel. Der Junge, der war 14 Jahre alt, als er das gemalt hat. Da steht dann drauf, endlich frei. Und auf der anderen Seite, endlich nach Ibiza, sagt das Mädchen hier. Ja, die fuhren dann durch die Mauer, wie ihr seht. Und dann habe ich noch ein Bild aus Sachsen-Anhalt. Das ist der Ulrich, der war 8 Jahre alt in der Zeit und der hat ein Bild gemalt vom Brandenburger Tor. Das habt ihr ja gesehen, das war das mit der Mauer davor. Da ist keine Mauer mehr, die Leute freuen sich alle, wie ihr guckt und sehen könnt. Und West und Ost sind jetzt eine Einheit, das schreibt er zumindest. Da war es aber noch nicht so weit. Aber was ist jetzt weiter passiert? Und da dachte ich mir, die Daniela hat darüber nämlich auch geschrieben. Und ich brauche mal jemanden, der das vorliest. Jetzt kannst du wieder mal einen Junge auch vorlesen. Vielleicht mal weiter hinten oder so. Die Einheit beider deutschen Länder wurde 1990 vollzogen. Vieles hat sich bei uns verändert. Die Marktwirtschaft hat auch unsere Läden wie in Westdeutschland gefüllt. Aber auch viele Probleme der Arbeit sind entstanden. Auch mein Vater muss täglich 100 bis 180 Kilometer fahren.
da sein Betrieb hier geschlossen wurde. Ich wünsche mir, dass für uns keine soziale Notlage eintreten und dass meine Eltern ihre Arbeit behalten. So, also ihr seht, das ist, man kann auch da eine Menge rausziehen und sehen. Ihr werdet auch viel Sachen mal in der Schule machen. Auch ihr müsst irgendwann mal Texte interpretieren oder schauen, was da drin steht. Und wir können sehen, die Einheit der beiden deutschen Länder, die fanden am 1990 statt. Besser gesagt, am 3. Oktober fand das Ganze statt. Und es gab jetzt nicht nur tolle Sachen, die passiert sind in der DDR durch den Fall dieser Mauer, sondern es gab auch viele Sachen, die mit nicht so tollen Sachen zu tun hatten. Und das beschreibt die Daniela nämlich, dass viele Betriebe im Ostdeutschland zugemacht haben und dass viele Kinder auch in der Zeit, und das ist nicht nur Daniela, sondern auch viele andere Kinder, ganz viel Angst davor hatten, dass ihre Eltern arbeitslos werden. Dass sie nicht wussten, wie es weitergeht. Weil viele Sachen, die gab es im Westen schon, und dann sagte man sich so, ach naja, die Betriebe im Osten, die braucht man vielleicht gar nicht. Da reicht das doch hin, was wir im Westen haben. Und da musste man halt viel reisen und viel unterwegs sein, 100 und 180 Kilometer, das ist ganz schön lange Fahrt jeden Tag, wenn man die machen muss mit dem Auto. Und es war nicht alles nur toll in der Zeit. Man hatte ganz viele Probleme auch gehabt. So, ich fasse mal zusammen, was wir jetzt alles haben. Also wir wissen jetzt erst einmal, es gab die BRD und es gab die DDR. Das ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Die DDR wollte ihre Leute mit einer ganz anderen Politik bedienen. Und die sollten machen, was die DDR-Politiker sagen. Und das wollten halt viele nicht. Und deswegen wurden viele eingesperrt, weil man nämlich von Ost nach West wechseln wollte. Das hat man damit durch diese Grenze verhindert. Das haben wir gehört. Später hatte man noch gemerkt, naja, man kann ja auch noch von Ost nach West-Berlin wechseln. Das müssen wir auch noch ändern, sagten sich die Ostpolitiker. Also wurde dort diese Mauer gebaut, die wir ja auch schon einstürzen lassen. Und 1989, also wesentlich später, da sagte das Volk, weil es dann auch stark genug war und sagte, wir sind das Volk, wir wollen das alles nicht mehr und haben diese Mauer eingerissen. Und es gab aber auch ein paar Probleme oder es gab viele Probleme und das liegt viel an der Arbeitslosigkeit, die es dann auch in der Zeit gab. Aber also es war nicht immer alles nur toll. Das wollte ich damit mal sagen. So, aber was hat das jetzt mit dem Braunschweiger Rathausplatz zu tun? Wieso steht denn das jetzt da? Ich zeige euch das jetzt mal. Die Berliner Mauer, wie ihr seht, wurde ja abgebaut oder sie wurde hier zusammengeschmissen, einfach so. Am Anfang war es dann auch noch so, dass viele Menschen, das könnt ihr hier so sehen, angefangen haben, sich so Souvenirs aus dieser Mauer rauszuwerkeln. Kacke, überall. Und die Mauer wurde so entsorgt, das könnt ihr an diesem Bild hier mal erkennen. Ja, wir sind jetzt hier Monika so einfach zusammengezogen. So sah das Ganze aus. Und dann gab es ganz viele Mauerreste und es gab viele Leute, die wollten das haben. Ja, in klein, aber auch in groß, auch im Ausland. Und viele dieser Mauerteile, so wie wir die jetzt hier haben, die wurden einfach dann ins Ausland gebracht, wo man sie sich anschauen konnte. Aber es blieben natürlich auch einige hier. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn die Mauer wieder erstmal aufgebaut ist, das hat nämlich seinen Grund, warum wir sie wieder aufstellen. So, einer fehlt noch. Genau, super. Wir gehen jetzt mal, denkt euch jetzt, wir gehen auf den Braunschweiger Rathausplatz. Wir gehen jetzt mal dorthin. Und wenn wir auf den Braunschweiger Rathausplatz gehen und uns dem Mauerelement nähern, dann wird uns auffallen, ich zeige es nochmal, da ist eine Tafel vor der Mauer, vor diesem Mauerstück. Das sieht so aus, so ähnlich. Ich habe das Ganze nochmal richtig fotografiert, damit ihr es alle sehen könnt. Ich wollte es euch nur zeigen, das liegt nämlich davor. Und alles, was wir gerade so erfahren haben, das können wir jetzt ein bisschen anwenden einfach. An das, was dort auf dieser Tafel steht, was ich euch so gezeigt und was ich erzählt habe. So, also, da ist diese Tafel drauf und ich lese das mal vor. Da steht, unsere Einheit wurde niemanden aufgezwungen, sondern friedlich vereinbart. Sie ist Teil eines gesamteuropäischen geschichtlichen Prozesses, der die Freiheit der Völker und eine neue Friedensordnung unseres Kontinents zum Ziel hat. Diesem Ziel wollen wir Deutschen dienen, ihm ist unsere Einheit gewidmet. Oh Gott. Und das Ganze hat ein gewisser Richard von Weizsäcker gesagt. Es war eine Ansprache, ein großer Staatsakt, am 3. Oktober 1990 in Berlin.
Wir können vielleicht nicht alles verstehen, was er da sagt, weil es ist ja ein ziemlich schwieriger Satz, was er dort sagt. Aber ich kann euch sagen, was wir schon herausgefunden haben. Zum einen wissen wir, am 3. Oktober 1990 wurde ja Tag der Deutschen Einheit, ne? Da wurden wir wieder vereinigt. Das sehen wir daran, 3. Oktober 1990, da hat er das hier gesagt. Wer es gesagt hat, das ist der Richard von Weizsäcker. Wisst ihr, wer Richard von Weizsäcker ist? Kann das einer, weiß das einer vielleicht, wer Richard von Weizsäcker ist? Willst du es mal versuchen hier vorne, wer das ist? Ich glaube, das war der Präsident. Sehr gut. Es war der Bundespräsident in dieser Zeit. Der heutige Bundespräsident heißt Joachim Gauck und früher hieß der Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Und der hat diesen Satz gesagt bei einer großen Veranstaltung dazu. Und im Grunde genommen steht da nur drin, dass wir, das habe ich euch ja erzählt, dass keiner von uns dafür sterben musste für diese Einheit, also sprich, dass keiner an diesen Tagen, als die Mauer gefallen ist, da erschossen wurde oder sowas. Und wir haben auch niemanden anders dazu gezwungen, dass wir vereinigt werden, sondern wir haben es niemanden aufgezwungen, sagt er. Und weil er auch an Europa gedacht hat, und ihr habt ja gesehen, Europa war aufgeteilt in blaue und in rote Länder, und die gab es ja gar nicht mehr seit dieser Zeit, dann sagte er im Grunde genommen, unser Ziel ist es einfach, dass wir Frieden haben, ne, das ist ein großes Ziel von uns, und dass wir alle frei sind. Das ist auch ein großes Ziel von uns. Und gerade wir Deutschen, da wir ja geteilt waren, sollten es am meisten haben, dieses Ziel, nämlich, dass wir zusammen sein sollten und dass wir Frieden haben sollten und dass wir ein Vorbild auch sein sollen. Das steht so ein bisschen da drinne. Und man kann noch auf dieser Tafel erkennen, zum Schluss, zur Erinnerung an den 20. Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 2010. Also, dieses Mauerelement wurde vor 3 Jahren aufgestellt. Erst vor 3 Jahren. Und es wurde aufgestellt, das kann man auch sehen, zur Erinnerung. 20 Jahre war da der Mauerfall her. Deswegen hat man das Ganze dort aufgestellt. Aber warum gerade auf den Rathausplatz? Warum auf den Rathausplatz? Ich zeige es euch. Es ist nämlich der Platz der Deutschen Einheit. Der eine oder andere hätte es bestimmt gewusst, oder? Ja, Platz der Deutschen Einheit heißt nämlich, das ist der Rathausplatz. Und deswegen sagte man sich, da würde sich das natürlich anbieten, dass man dort ein Stückchen Mauer hinstellt. Aber, so zum Schluss noch, was hat das eigentlich so mit uns zu tun? Warum stellt man denn so ein Mauerstück auf? Zum einen ja zur Erinnerung, aber warum würdet ihr denn so ein Mauerstück aufstellen? Da frage ich doch einfach mal so rum, bevor ich das jetzt so beantworte. Für die Erinnerung? Das ist richtig, genau. Zur Schönheit? Ja, eher weniger. Damit das nochmal jeder sieht. Damit das jeder sieht, wunderbar. Ja, vielleicht noch einen letzten. Damit das nicht nochmal passiert. Das ist hervorragend, super, genau. Es geht nämlich auch darum, zum einen soll uns natürlich dieses Mauerstück hier dran erinnern, dass unser Land mal geteilt war und dass wir wirklich froh darüber sein können, dass wir nicht mehr geteilt sind. Weil vielleicht das ein oder andere Elternteil von euch auch kommt vielleicht noch aus der ehemaligen DDR. Und vielleicht ist die Mutter aus der DDR oder der Vater aus der ehemaligen DDR und hat seine Frau oder seinen Mann hier kennengelernt früher mal. Und das hätte man nicht, hätte man diese Mauer gehabt. Also können wir darüber froh sein, dass diese Mauer nicht mehr bei uns steht. Das soll uns daran erinnern, dass wir vor einer gewissen Zeit einfach diese Mauer verloren haben, Gott sei Dank, und dass die Leute wieder frei sind. Auf der anderen Seite soll uns das natürlich auch daran erinnern, dass es diese Mauer gab. Und dass sowas nie wieder passieren darf, dass wir alle getrennt sind. Und das nicht nur bei uns, sondern auch in ganz Europa. Deswegen, ihr kennt das vielleicht, es gibt Stofftiere oder Bücher oder andere Sachen, die ihr habt, die findet ihr ganz toll oder die erinnern euch an irgendwas und so soll das auch sein. Also wenn man zum Einkaufen geht, Richtung Schlossarkaden oder man kommt vom Einkaufen und man guckt so auf dem Rathausplatz und man sieht das, vielleicht denkt man ganz, ganz kurz darüber nach und sagt, ja, ja, wir können echt froh sein, dass wir wieder vereint sind. Und darum steht das Stück Berliner Mauer auf dem Braunschweiger Rathausplatz. Das war mein Vortrag. Vielen Dank. Super, ich denke, jetzt habt ihr auch ganz viel gelernt, auch viel zu beigetragen. Und wie immer haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. Du hast eine Frage. Wie lang ist eigentlich die Mauer? Die Mauer selber, also die innerdeutsche Grenze war 1700 und
genau genommen, ich habe es aufgeschrieben, weil ich mir das immer nicht merke, es sind immer circa 1400 Kilometer, aber 1738 Kilometer waren es. Und die Mauer selber, das waren in Berlin waren 45.000 dieser Elemente aufgebaut. Also rund um West-Berlin waren 45.000 dieser Elemente, müsst ihr euch vorstellen, aufgebaut, die dann um ganz West-Berlin rumgingen. Gut, und hier noch eine Frage. Was ist, wenn man Bekanntschaft auf der anderen Seite hatte? Wenn man Bekanntschaft auf der anderen Seite hatte, also Verwandtschaft, da war es immer ganz schwierig, wenn man in einem gewissen Alter war, wenn man Rentner war, dann durfte man von Ost nach West fahren. Die Jüngeren, die durften nicht so einfach rüberfahren von Ost nach West. Das war gar nicht so einfach, dort rüber zu fahren, weil die Politiker das ja nicht wollten. Das könnte ja sein, dass man da blieb. Also war es sehr schwer, Scheine zu bekommen, um rüber zu wechseln. Es gab aber viele Pakete, die von West nach Ost geschickt wurden. Da gab es dann ganz viele Sachen drin, wie Jeanshosen oder wie andere Dinge. Die hat man dann in den Osten geschickt. Es gab auch viele Brieffreundschaften. Man hat so Luftballons von West nach Ost geschickt und die haben dann wieder geantwortet. Aber es war sehr schwierig, von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. Auch die Westbürger, wenn sie nach Berlin wollten, nach West-Berlin, die mussten immer bei uns in der Nähe, weil, das habe ich noch vergessen zu sagen, Braunschweig lag ja auch in der Nähe der innerdeutschen Grenze. Das habt ihr vielleicht noch auf der Karte gesehen, das hatte ich gar nicht erwähnt gehabt. Und in der Nähe ist das der einzige Übergang gewesen, der hieß Marienborn. Und da konnte man nur ganz gerade von Marienborn aus nach West-Berlin fahren. Und man wusste ganz genau, wie lange man brauchte. Also es war sehr schwierig für die Leute, man hat da wirklich drauf geachtet, dass man nicht von Ost nach West konnte. Und die Verwandtschaft zu besuchen, war nicht sehr einfach. So, und noch eine Frage. Du hattest wie viele Menschen sind ungefähr daran gestorben? An der Mauer und an der innerdeutschen Grenze? Das kann man nicht so ganz genau sagen. Also es sind mehr als 130 Leute an der Berliner Mauer gestorben, das kann man sagen. Und es sind ja weitaus mehr als 600, 700 Leute an der innerdeutschen Grenze gestorben. Es gibt da ganz verschiedene Aussagen. Also man liegt jetzt so bei circa 800, die gestorben wären. Andere sagen aber, es sind über 1000, weil es gibt ja auch viele, gerade am Anfang, als die DDR gegründet wurde, da hat man die alle nicht gezählt, die von Ost nach West gegangen sind. Und da sind auch einige oder viele auch gestorben. Also es werden wohl über 1000 gewesen sein, die an dieser Mauer in Berlin und an der innerdeutschen Grenze, das muss man dazu sagen, gestorben sind, weil sie halt von Ost nach West gewechselt sind. Ich glaube, ihr könnt alle noch einen Moment sitzen bleiben. Es gibt auch noch ganz viele Fragen. Kurz noch was Organisatorisches, bevor wir uns bedanken. Ihr denkt gleich daran, eure Mützen, Schals, sonst was mitzunehmen. Ihr denkt gleich, noch könnt ihr alle sitzen bleiben. Ihr denkt daran, Quizkarten unten mitzunehmen und vor allem mit Namen zu versehen und dann auszufüllen und heute oder nächste Woche vor der Veranstaltung, dann also beim nächsten Mal vor der Veranstaltung abzugeben. Ihr könnt, glaube ich, noch ganz viel Mama und Papa fragen, was die sich denn so noch gemerkt haben, welche Erinnerungen sie haben. Einigen habe ich schon gehört, dass ihr auch mal euch ein Stück Mauer angeguckt habt. Alle, die es noch nicht gemacht haben, wissen ja jetzt, wo sie ein Stück finden und können am Wochenende da mal hingehen. Es ist wie jedes Mal, alle Kinder, die noch Fragen haben, dürfen natürlich auf die Bühne kommen, kriegen noch alle Fragen beantwortet, aber erstmal, ihr bleibt noch alle sitzen, haben wir noch, ihr seht es zuerst, unseren Dank natürlich. Das heißt, ihr dürft jetzt noch mal ganz, ganz dolle euch bedanken bei Silas. Und das ist unsere Kinder-Uni-Trophäe, die auch nur vielen die Dank kriegen, die hier waren. Und ja, toll, dass Sie das gemacht haben. Dankeschön. Vielleicht findet sie ja einen Platz im Büro. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, gut, euch auch so ein bisschen. Wer noch Fragen hat, auf die Bühne, alle anderen, nehmt alle eure Sachen mit, in Ruhe, nach unten, nicht rennen, langsam und sammelt eure Eltern wieder ein.